So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play zu... Oh, ja. Okay. Fail. So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play zu Battlefield 4. Auf Operation Spint sind wir unterwegs, Team Deathmatch. Und boah, ich habe ultra Probleme mit der Steuerung, wie immer. Ich habe schon ewig nicht mehr gezockt. BCW, wo es rausgekommen ist, habe ich es noch nicht mehr ewig gezockt. Ich bin auch noch einen extrem niedrigen Rang. Und hatte jetzt aber irgendwie spontan richtig Bock, das mal wieder anzuzocken. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Steuerung ist oder sonst was. Okay, jetzt Granate werfen. Da, okay, da ist einer. Ja, ich will jetzt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen öfters zocken. Mal gucken, wie es zeitlich passt. Wenn ihr mehr sehen wollt von Battlefield 4, würde ich mich freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt oder mir einen Daumen hoch gibt. Auch wenn ich jetzt so ein bisschen fail, ich hatte einfach, wie gesagt, spontan Bock. Ich weiß noch nicht, warum ich es von Anfang an so... Alter, okay. Oh, fuck. Da muss ich rein. Das war knapp. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich am Anfang... irgendwie dann ziemlich schnell wieder aufgehört habe, das Spiel zu spielen, weil Battlefield 3 habe ich ziemlich lange gesuchtet und war auch für mich eines der besten Battlefield-Teile. Battlefield 4 würde ich jetzt nicht behaupten, ist jetzt schlechter. Kann ich so auch, glaube ich, gar nicht so wirklich beurteilen. Aber ich weiß es nicht, irgendwas hat mich eben dazu bewegt, das nicht wirklich ausführlich zu spielen. Deswegen kenne ich auch die Maps nicht wirklich und die Waffen und habe auch noch nicht so viele Sachen freigeschaltet. Aber ja, das kann man ja alles noch nachholen. Wow, okay. Ich habe einen Schalldämpfer auf das GH. Ja, einfach so, weil ich ihn habe. Jetzt mal gucken. Ich spiele gerade Versorger. Wow. Ja, ein bisschen mein Aiming mal wieder auffrischen. Und eigentlich alles auffrischen. Aber vielleicht gefällt es euch ja und ihr habt Bock, irgendwie mehr zu sehen. Dann kann man da mit Sicherheit auch mal wieder ein paar ordentliche Teamplays raushauen. Vielleicht habt ihr auch Bock mitzuzocken. Wow, okay, das ist mir direkt ins Korn gerannt. Das Schöne an Battlefield ist auch einfach. Okay, der hat es jetzt im Griff gehabt. Wow, block nicht. Das Schöne an Battlefield ist einfach, ich finde, Battlefield macht auch Spaß, wenn man nicht so gut ist. Und die KD war mir eigentlich bei Battlefield immer schon egal. Mir war es immer wichtig, eben wirklich fürs Team zu arbeiten und eben die eigentlichen Aufgaben... War das von hinten, oder? Die eigentlichen Aufgaben eines Spielers immer nicht zu vernachlässigen. Oh shit. Spray and Bray! Ja, das ist bei Team Deathmatch natürlich jetzt nicht ganz so wichtig, aber auf irgendwie großen Eroberungskarten. Ich bin auch extrem gespannt. Ich will jetzt auf jeden Fall auch mal den Caspian Border antesten. Auf jeden Fall definitiv einer meiner Lieblingsmaps und finde ich extrem geil, dass die wieder hier am Start ist. So, jetzt kann ich denen doch irgendwie das Päckchen hinschmeißen. Wo ist das? Oh, danke. Läuft bei dem. Okay. Ja, ich wollte die doch nur ein Päckchen hinschmeißen, aber gut. Ich weiß auch gar nicht, ob die dann nur für mich selber zählen oder schon für die anderen. Hier gibt es ja auch wieder Unterschiede. Oh, das ist einer von uns. Ich weiß es auch gar nicht, ob der... Ich fange jetzt gerade jeden Satz an mit, ich weiß es auch gar nicht. Okay, das war zu spät. Ist da einer? Ob jetzt zum Beispiel ein Laserpoint auf der Waffe Sinn macht, ich bin da gar nicht mehr im Bilde.
Ich glaube, es war immer gut, gerade so fürs Sprayen und alles. Und von der Genauigkeit hat es ein bisschen was bewirkt. Aber man sieht einen halt auch dann im Endeffekt gut. Geht's hinter mir ab? Wow, nice. Nice, nice, nice. Friendly Fire. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so auf den Waffen drauf habt. Ich habe jetzt natürlich auch noch nicht so viel Auswahl. Deswegen habe ich eben auch mal das drauf, was ich habe. In der Hoffnung, dass es was bringt. Also ich vermute mal, die Runde wird bald aus sein. Bei 200 eventuell, ich weiß es aber nicht genau. Ich hätte jetzt gerne noch den ein oder anderen Kill, um irgendwas in der Richtung beigetragen zu haben. Okay, oder auch nicht. Tab drücke ich jetzt mal lieber nicht. Sieht nicht so ganz so gut aus. Und jetzt denke ich mal, wenn ich es zusammenschneide, auch nicht ganz so lange Runde. Aber wie gesagt, ich würde mich trotzdem freuen, wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen und... Wo ist der hin? Oh, bitte Granate, bitte Granate! Nein, okay, verdammte Kacke. Ja, würde mich freuen, wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Auch natürlich gerne Tipps in die Kommentare schreiben. Und einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Dann weiß ich, okay, ihr wollt mehr sehen. Weil mir hat es, wie gesagt, riesig Spaß gemacht bis jetzt. Wow. Hier. Ich hoffe, das hebt überhaupt für den. Kann auch sein, dass die Großen erst für andere auch mit funktioniert. Wow. Ja, so ab und zu muss man mal aus der Hüfte sprayen. Das ist eben meine Stärke. Ich habe, by the way, auch auf die AK-12 oder wie die heißt, gewechselt. Ja, AK-12. Ja. Nichts zu den ein oder anderen Kill hatte ich, aber ich hatte eben auch den ein oder anderen tot. Und mit ein oder anderen ist schon definitiv untertrieben. Ich habe noch das Aim-Gefühl fehlt mir komplett. Ist ja eh, wenn man viel Armor zockt, bilde ich mir zumindest ein. Macht das Ganze nochmal irgendwie schwieriger. Boah, ich renne auch immer direkt so rein, direkt in die Schüsse. Jo. So, einmal probiere ich es jetzt noch und dann denke ich mal, wird es jetzt für heute gewesen sein. Und werde als nächstes, wenn es passt, am besten mal Caspian Border testen. Da habe ich extrem Bock drauf. Okay, auf die Entfernung sollte man natürlich nicht Spray and Bray machen. Oh, da ist einer. Oh, oh. Okay, Action pur. Ja, da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Ich muss ja gucken, ich hatte eigentlich in Battlefield 3 immer den Zoom auf Klick einmal und dann kann man den quasi loslassen und muss nochmals klicken, um dann den Zoom abzubrechen. Fürs Quickscopen oder wie man das nennt, ist es, glaube ich, nicht ganz so optimal. Aber fürs gerade fürs lange Snipern oder viel ins Visier nehmen, ist es, glaube ich, angenehmer für die Hand. Kämpfen wir wie so eine kleine Bitch, Mann. Gibt's ja nicht. War da jemand? Nicht so Angst haben hier. Boah, die zwei schon wieder, die haben mich auch mit Sicherheit schon 15 Mal getötet. Okay. Jetzt belassen wir es mal dabei. Ich hoffe, ihr habt Spaß und sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.